Na, 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 weg, 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 weg. Hey, 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 das ist doch eine Überraschung. Bitte, so geht es nicht. Na, geh. Aber, liebe Zuseher, wenn Sie jetzt schon da sind, dann kommen Sie näher, denn es ist ja sowieso schon der erste Advent, dann lade ich Sie auch gleich ein, mit mir die erste Kerze unseres stilisierten Adventkranzes zu entzünden. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ich glaube, so hat's begonnen, wenn ich mich da an meine Volksschulzeit oder Kindergartenzeit erinnere. Ja, ich habe mir natürlich was Passendes zum Advent überlegt für Sie. Sie sehen, ich bastle einen Adventkalender. Ich hoffe, Sie sehen noch nicht so ganz genau, was es ist. Darum schütze ich das, aber ich muss weiter einpacken. Denn heuer gibt es für jeden Kunden, der ab dem 1. Dezember zu uns kommt, für jeden Ersten in der Früh ein Säckchen aus unserem Adventkalender. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen. Auf nüchternen Magen würde ich es wahrscheinlich nicht empfehlen, aber das liegt dann bei Ihnen. Und damit ich da jetzt ungestört weiter einpacken darf, muss ich Sie jetzt leider wieder davon scheuchen. Freue mich aber natürlich auf Ihren Besuch. Ab dem 1. Dezember geht's los. Ab 9 Uhr öffnen wir unsere Pforten. Nicht die Himmelspforten, aber unsere Geschäftstüren. Und dann geht's los. Also, ab dem 1. Dezember, jeder erste Kunde, ein Säckchen aus unserem Adventkalender. So, und jetzt viel Spaß und bitte lassen Sie mich weiter einpacken. Bis dahin alles Liebe und Gute. Baba.